Bist du gestresst, angespannt oder einfach sehr müde? Dann komm mit mir auf die Matte für eine entspannende Yoga-Praxis. Ich bin Julie, Yoga-Lehrerin von Zürich. Wir fangen eine sitzende Position an. Und wenn du merkst, dass es dir etwas unbequem ist, weil du vielleicht einen runden Rücken machst, die Hüfte musst anspannen, dann kannst du einen Block nehmen und auf einen Block sitzen. Du kannst aber auch eine Decke nehmen oder ein Küssi, einfach was du zur Hand hast. Schau dann, dass das Sitzbeinhöcker schön auf dem Block oder im Küssi auf der Matte ist. Lass deine Hände entspannt auf den Knien. Und dann lass ein paar Mal die Schultern kreisen. Mit der Einatmung ziehst du die Schultern zu den Ohren. Mit der Ausatmung entspannst du die Schultern langsam zurück, schließest deine Augen. Lass den Bauch entspannen. Findest eine lange Wirbelsäule. Du hast einfach mal den Atem fließen lassen. Du hast die Nase ein- und ausschnaufen. Du spürst den Atem an der Nasenspitze. Du nimmst den Temperaturunterschied wahr von der Luft, die du einatmest. Und wenn du sie ausatmest. Du spürst, wie sich der Brustkorb auf die Seite hebt. Der Bauch vielleicht hebt bei der Einatmung. Und bei der Ausatmung alles wieder zurück in die Mitte kommt. Und du kannst entspannen. Nimmst dann mit der Einatmung die Luft in die Brustkorb hinein und mit der Ausatmung in die Hüfte hinein, die Hüfte entspannen, das Becken entspannen Richtung Boden. Einatmen, tief, vollständig. Und mit der Ausatmung kannst du dir vorstellen, dass du die Atmung etwas tiefer runterbringst, Richtung Becken, Sitzbeinhöcker, die Erde. Nochmal in Atemzug durch die Nase ein. Und vollständig ausschnaufen. Das Becken nochmal etwas schwerer werden lassen. Findest du nochmal eine lange, aufrechte Wirbelsäule. Bringst dann mit der Einatmung die Arme Richtung Decke. Und mit der Ausatmung vielleicht durch den Mund, Hände vor das Herz. Dann kannst du langsam den Block auf die Seite legen. Du kannst so sitzen, dass das rechte Schienbein vor das linke kommt. Und mit der Ausatmung langsam nach vorne runterbeugen. Du kannst den Kopf zwei, drei Mal von links nach rechts bewegen. Du kannst nochmal dein Becken schwer werden lassen. Du spürst die Öffnung auf der rechte äußere Hüfte. Du kannst den Kopf ganz entspannt lassen. Du kannst auch den Kopf in deine Hände einstützen. Oder wenn du noch ein bisschen Platz hast, kannst du auch den Kopf in Richtung der Matte bringen. Du hast nochmal ein paar vollständige Atemzüge auf der Rückseite. Du spürst, wie sich die Schultern, der Unterrücken ein bisschen breiter werden mit der Einatmung und mit der Ausatmung vollständig wieder kannst lösen. Mit der nächsten Einatmung läufst du dann zurück mit den Händen. Bringst deine linke Hand aufs rechte Knie, die rechte Hand hinter dir. Nochmal richtig schön lang werden in der Wirbelsäule und dann eine sanfte Drehung auf deine rechte Seite. Länge arbeiten mit der Einatmung, mit der Ausatmung, den Brustkorb sanft nochmal auf die Seite bringen. Den Blick kannst du zum Boden richten, in die hinteren Ecken der Matte und die Augen ruhig auf einen Punkt ruhen. Mit der nächsten Ausatmung langsam wieder lösen. Du kommst zurück in die Mitte, du hast die Beine wechseln, die Seite wechseln, das mal das linke Bein vor das rechte. Und mit der Ausatmung nachführen, beugen. Das mal spürst du vielleicht mehr die linke äußere Hüfte.
Und da kannst du den Kopf lösen, die Schultern lösen. Du kannst auch ein bisschen den Kopf von links nach rechts bewegen. Also ein bisschen das ganze Gewicht von den Schultern abfallen lassen. Und durch die Nase ein- und ausatmen. Öffne ich 2-3 Mal den Mund, um den Kiefer zu entspannen. Und vielleicht mit der nächsten Ausatmung kommst du noch ein bisschen tiefer. Lass dich durch die Schwerkraft noch ein bisschen mehr in Richtung vom Boden sinken. Und langsam zurücklaufen mit den Händen. Das Mal bringst du die rechte Hand aufs linke Knie, die andere Hand hinter dir, mit der Einatmung lang werden und mit der Ausatmung sanft auf die linke Seite drehen. Nochmal lang werden mit der Einatmung, ausatmen, den Brustkorb auf die linke Seite. Und auch da kannst du den Blick auf einen Punkt richten, die hintere Mattenecke schauen. Und dann langsam lösen. Komm hier direkt über deine Schienbeine. Bring deine Knie mattenbreit. Und mit der Ausatmung in eine Child's Pose. Du kannst den Oberkörper zwischen deine Beine sinken lassen, die Arme sind entspannt, die Schultern entspannt, bring die Stirn auf die Matte. Und nochmals ein paar ganz bewusste Atemzüge auf die Rückseite bringen. Ich spüre da nochmal, wie sich vielleicht deine Schultern, deine Rippenbögen hinten ausdehnen mit der Einatmung und mit der Ausatmung. Wieder ganz entspannen, zurück in die Mitte fallen. Das Becken sinkt mehr in Richtung der Fersen, schwere Hüfte. Dann kannst du den linken Arm nehmen, unter den rechten durchziehen, Handfläche Richtung Becken. Find hier einen sanften Twist, eine sanfte Rotation im Oberkörper. Das linke Ohr kannst du auf die Matte bringen. Oder den Kopf mit der Gegenhand stützt leicht dagegen. Und dann zurück in die Mitte, Seite wechseln, dass mal die rechte Hand hinter die linke, Handfläche Richtung Boden. Bringst den rechten Arm auf die Matte oder in Richtung der Matte, das rechte Ohr oder die Schläfen auf die Matte, leichter Gegendruck mit der linken Hand. Lass da nochmal die Hüfte mehr in Richtung der Matte oder der Fersen sinken. Sanfter Atemzug und dann zurück in die Mitte kommen. Knie zusammenbringen, sitze auf deine Fersen. Bring die linke Hand Richtung Decke und komm auf die rechte Seite. Blick zum Boden, zu deiner Hand. Und wenn du noch etwas mehr Dehnung auf der linken Seite willst, kannst du das Gesäß neben deine Fersen nehmen. Du spürst noch etwas mehr Länge in deiner Flanke. Komm dann zurück in die Mitte und bring die rechte Hand Richtung Decke auf die linke Seite. Da Blick zum Boden und vielleicht das Gesäß neben deine Fersen absetzen für ein bisschen mehr Dehnung in der rechten Seite. Und dann kommst du zurück in die Mitte. Dann strecken wir die Beine nach vorne aus. Du kannst sonst noch ein bisschen vorne rutschen. Du kannst deine Knie ein bisschen beugen, mit den Beinen zurücklaufen, sodass du deine Sitzbeinhöcker findest. Wenn du einen festen, runden Rücken machst, kannst du die Knie gut beugen. Du kannst einen Block darunter tun, ein Küsschen oder eine Decke. Und dann mit der Ausatmung nachführen in einen Forward Fold kommen. Du kannst auch hier den Kopf hängen, die Schultern sind entspannt. Findest mit der Einatmung vielleicht eine längere Wirbelsäule. Mit der Ausatmung kommst du in eine Vorwärtsbeuge. Und auch wenn du nicht ganz so tief kommst, da wo du jetzt bist, ist völlig in Ordnung. Du schaust, dass die Schultern entspannt bleiben, der Nacken entspannt ist. Und bringst den Atem wieder auf die Rückseite vom Körper.
Spürst, wie sich die Rückseite der Lunge ausdehnen. Atmest bis in die tiefsten Lungenspitzen runter. Mit der nächsten Ausatmung kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr loslassen. Schau, wo du noch Anspannung im Körper halt ist, die du vielleicht gar nicht brauchst. Vielleicht im Kiefer. Vielleicht im Nacken. In den Händen, in den Schultern. Mit der nächsten Einatmung kommst du nach oben mit einem geraden Rücken. Bring dann beide Füße zusammen, sodass sich die Fußsohlen berühren. Du kannst die hinten aufstoßen und das Gesäß ein bisschen näher bringen zu deinen Fersen. Du kannst dich abstützen mit deinen Händen, die Schulter ein bisschen zurückbringen und schau, dass die Innenseite der Beine ein bisschen länger werden. Du kannst langsam anfangen, Knie sanft bewegen. Sanfte Bewegungen. Auf und ab. Und dann langsam in Stillstand kommen. Nochmal die Innenseite länger machen. Deine Beine zusammenbringen, auf die Matte absetzen und dann langsam auf den Rücken ablegen. Streckst das linke Bein aus, bringst das rechte Knie zu dir her, näher an deinen Brustkorb, vielleicht am Brustkorb vorbei. Dann kannst du entweder da bleiben oder in eine halbe Happy Baby Pose kommen, die Aussenkante von deinem rechten Fuß fassen. Der Ellbogen ist innerhalb des Knies. Und stossest den Fuß in Richtung der Decke. Das Knie kommt noch etwas tiefer. Setzest dann den linken Fuß wieder auf, bringst das rechte Fußgelenk über den linken Oberschenkel, fasst es zwischendurch und ziehst das linke Bein sanft zu dir her. Behaltest die Schultern entspannt. Spürst ganz in deine rechte äußere Hüfte. Du schaust, ob du dort vielleicht noch ein bisschen mehr kannst lösen kannst. Dann mit der Ausatmung das rechte Bein lösen und das linke Knie zu dir herziehen. Bringst das linke Bein außerhalb von deinem Brustkorb ein bisschen mehr Richtung Matte. Und kannst auch hier entweder in dieser Position bleiben oder die Aussenkante vom linken Fuß fassen. Halbe Happy Baby Pose auf dieser Seite. Das Knie, das in Richtung der Matte stößt, der Arm, der innerhalb des Knies ist. Bringst nochmal das Becken flach auf die Matte oder möglichst auf die Matte. Setzt dann den rechten Fuß auf, das linke Fußgelenk über den rechten Oberschenkel, fasst es zwischendurch und ziehst das rechte Bein näher zu dir her. Lösest deine linke Hüfte, bringst vielleicht den Atem in die linke Seite hinein, die linke äußere Hüfte. Vielleicht spürst du einen Unterschied von der linken zu der rechten Seite. Und dann lass beide Beine los, setzt deine Füße auf die Matte, bringst deine Hände auf die Matte und bringst Wirbel für Wirbel dein Becken in Richtung der Decke. Du kannst die Schultern noch ein bisschen nach innen laufen. Bringst den Brustkorb mehr in Richtung zu deinem Knie. Stossest fest in die Füße hinein. Falls du genug Platz in den Schultern hast, dass du bequem deine Hände kannst verschränken kannst, kannst du auch die Hände verschränken. Wenn du merkst, dass es dir mehr Spannung gibt oder unangenehm ist oder zu eng ist, behaltest die Hände nicht verschränkt. Mit der Einatmung spürst du, wie du siehst, vielleicht sogar, wie sich der Brustkorb, die Bauchdecke hebt und mit der Ausatmung der Atem ganz automatisch wieder sanft zurückfließt. Mit der nächsten Ausatmung Wirbel für Wirbel zurück auf die Matten absetzen.
Setz deine Füße mattenbreit, bringst deine Arme ein bisschen nach außen. Löse das Becken ein paar Zentimeter weg vom Boden, bring das Becken auf die linke Seite und Knie auf die rechte. Knie über Knie, auf der Höhe vom Bauchnabel. Wenn du es im unteren Rücken oder in der Hüfte spürst, kannst du einen Block, eine Decke, ein Küsschen zwischen deine Knie nehmen. Langsam ausatmen, die linke Schulter noch etwas mehr auf die Matte sinken lassen. Die Ausatmung länger werden lassen. Mit jeder Ausatmung noch etwas mehr entspannen. Dann kannst du beide Knie wieder zurück in die Mitte bringen. Löse das Becken ein paar Zentimeter vom Boden. Bring es auf die rechte Seite und Knie auf die linke. Da, wenn du es im Rücken spürst, in der Hüfte, bringst du etwas zwischen deine Knie. Die Arme auf die Seite bringen, die Schultern auf die Matte. Und dann lang und langsam ausatmen. Du kannst deine Augen schließen, so ganz eintauchen, den Atem spüren, einen Sinn wegnehmen, den Sehsinn wegnehmen und so ein bisschen mehr können von den äußeren Reizen abschalten. Dann kannst du den Block oder das Küsschen auf die Seite legen, das brauchen wir nicht mehr. Bringst die Knie in die Mitte, richtest dich nochmal aus und bringst die Knie in ein Päckchen rein. Dann kannst du dich nochmal sanft von links nach rechts rollen, die Knie über den Hüft kreisen lassen, den Unterrücken massieren. Und dann mit der Ausatmung die Beine ausstrecken, die Arme ausstrecken und in ein Shavasana kommen, in eine Schlussentspannung. Schau, dass deine Handflächen entspannt Richtung Decke schauen. Und geh dir da ein paar Minuten einfach nichts machen. Lass jeden einzelnen Muskel los. Schließ deine Augen und lass den Atem so sanft fließen, wie er kommt. Gib vollständig Kontrolle ab. Du musst nichts mehr anders machen, als dich selber beobachten. Du kannst bemerken, ob es eher unangenehm ist für dich, einfach in Stille da zu liegen. Ob du so schwer und müde bist, dass du fast einschläfst. Oder ob du präsent und gleich entspannt bleiben kannst. Wenn du noch ein bisschen Zeit hast, dann drückst du jetzt am besten schnell Pause und bleibst noch ein paar Minuten in deinem Shavasana. Und schon streckst du den rechten Arm nach hinten aus und drehst dich auf die rechte Seite. Der Kopf auf dem Arm. Bleib 2-3 Atemzüge in der Seitenlage. Komm langsam an. Und dann von da nach oben nochmal in eine sitzende Position. Richte deine Wirbelsäule auf, roll die Schultern zurück. Schließ nochmal die Augen, falls du schon geöffnet hast. Bring dann deine Hände zusammen, reibe an deinen Händen, bis sie warm werden. Bring sie dann vor dein Gesicht. Spür die Wärme, die abstrahlt auf dein Gesicht. Dann kannst du langsam blinzeln, die Augen öffnen, das Licht wieder reinlassen. Ich hoffe, die Yoga-Sequenz hat dir gut getan. Und wenn du jetzt viel entspannter fühlst als vorher, darfst du mir gerne ein Like hinterlassen.